Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Call of Duty Black Ops 2. Wir spielen heute auf der Map Carrier mit der SWAT und mit dem edlen Gameplay-Spender Plant XD. So, erstmal hallo, dass du eingeschaltet hast und ja, fangen wir auch gleich mal mit einem kleinen Commentary an. Heute geht es mir mal um die Vereinigten Staaten von Amerika, über Krieg, über Folter und natürlich über die Todesstrafe. Unser erstes Thema ist die sogenannte NSA. Wahrscheinlich habt ihr alle schon mal was davon gehört. Die NSA spioniert uns aus. Wenn du jetzt Twitter hast oder Facebook und zum Beispiel die Schlagwörter Bombe, Amerika, Terrorismus, C4... und Osama Bin Laden eingibst, zum Beispiel jetzt bei Twitter so eine Nachricht schreibst, dann kommen die NSA-Leute, gucken im Computer, ah, da hat doch der YouTube Gamescom was geschrieben. Und schon bin ich auf der Terrorverdächtigenliste. So, wenn jetzt euer YouTube Gamescom mal spontan in die USA reisen will, einfach so. Ich komm rein, alles gut. Und dann kommen plötzlich so komische, schwarz gekleidete Männer auf mich zu. Hallo! YouTube Gamescom, sie sind verhaftet. Sie sind verdächtig wegen Terrorismus. Da werde ich in den Vereinigten Staaten verhaftet, weil ich in Deutschland diese Nachricht geschrieben habe. Obwohl es nicht mal unbedingt um Terror gehen muss. So, dann kommt YouTube Gamescom in ein Guantanamo-Gefängnis. Dort werde ich nackt ausgezogen, mit dem Wasserschlauch abgespritzt und werde ausgelacht. Die Wärter vergewaltigen mich. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeweitet. Ne, so weit geht's, glaube ich, hoffentlich da nicht. Das ist auch sowas. Guantanamo, dieses Gefangenenlager, ist absolute Hölle. Das ist absolute Sklaverei. Da werden Leute diskriminiert. Es gibt ja auch Leute, die haben eine Religion, zum Beispiel Moslems. Für die ist es natürlich nicht gerade gut, wenn man ausgezogen wird und dann mit dem Wasserschlauch abgespritzt wird. Das ist für sie einfach eine Beleidigung aufs Niedrigste. Also Erniedrigung von Menschen ist Guantanamo. Und wer jetzt denkt, Obama wäre jetzt der Superheld, der absolute Kracher. Nun gut, er hat eine schwarze Hautfarbe. Es ist natürlich auf jeden Fall ein Zeichen gegen Rassismus. Aber, hey, Digga, jetzt hören wir mal zu. Obama ist ein verdammter Massenmörder. Ja, so sieht's aus. Er tut natürlich immer so lieb. Hat natürlich eine Frau und eine schöne Frau und schöne Kinder. Aber im Hinterkopf, im ganzen Hinterkopf ist er wirklich ein Massenmörder. Und die Leute sehen das einfach nicht. Und das ist ein bisschen traurig. Naja, was soll man da machen? Wegen dem mache ich dieses Video. Also, gucken wir mal zum edlen Gameplay-Spender. Mit 16 Abschlachtungen, 1 Tode, Raster in die Map. Eroberung 3 und Verteidigungen 4. Obwohl er eine Kack-Internet-Verbindung hat. Unten sehen wir nochmal den Agent 007 Modern Warfare vom Clan Libanon Elite. So. Also die SWAT 556 muss ich auch mal benutzen. Drohnenassistent. Sehr schön. Gut. Das war jetzt mein Video über Amerika. Kriege. Da müssen wir gar nicht mal so weit reingehen. Kriege sowieso. Die USA fängt sowieso wegen jedem Scheiß einen Krieg an. Wenn irgendwo mal in den USA eine Bombe hochgeht, dann ist es gleich Afghanistan, gleich Irak ist schuld, gleich sind es die Moslems, die Taliban. Ja, USA macht nicht lange. Die bomben erst los, dann fragen sie. So, somit sage ich noch nicht ciao, sondern wechsel mal zu einem anderen Gameplay-Spender. Und zwar zu diesem Gameplay-Spender, der gerade versucht, den Helikopter auszuschalten. Gucken wir uns das mal an, ob er da vielleicht Erfolg hat. Naja, er sieht nicht gerade aus, als ob er jetzt hier gut wäre. Aus dem Grund wechseln wir mal wieder zu unserem edlen Gameplay-Spender mit der SWAT 556. Ach, herrlich, Leute. So, das war jetzt mein Commentary über Amerika. Naja, die Verbrecher sind ja auch wirklich Verbrecher. Todesstrafe müssen wir auch nochmal schnell reden. Ich finde das wirklich ein Unding, muss ich sagen. Todesstrafe ist für mich ganz klarer Mord. Man kann doch keinen Hass mit Hass bekämpfen. Das ist doch was ganz Normales. Man kann, Hass und Hass, das hat sich noch nie vertragen. Das gibt nur noch mehr Hass. Nun ja, was soll man da sagen?
Hellstorm-Rakete bereit machen? Feuer frei. Bam. Gute Nacht. 140 zu 35. Der letzte Killer hat Agent 007 oder Warfare gemacht. 140 zu 35. 1525 EP. Zeitlimit erreicht. Gute Nacht, Leute. Ich sage nur eins. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.